mir wurde wieder ein Kunde rübergefunken. Ich sehe schon, was Sie sich gekauft haben. Ja. Ich sehe das ja schon in Ihren Sachen. Lassen Sie mich raten. Der nette Kollege nebenan hat Ihnen gesagt, dass ich in den verschiedensten Ländern absolut die beste Erfahrung darin habe, was man wo machen kann, um einen tollen Urlaub zu haben. Korrekt. Fantastisch, also die Connection funktioniert sehr gut. Ich mache das manchmal auch, dass ich dann sage, da bekommen Sie noch Sachen, um für den Urlaub bestens gewappnet zu sein, sei das irgendeine Creme, Shampoo, Duschgel allgemein oder was man auch so braucht. Und bei mir, da bekommt man dann eben die Sachen, die man hier da nicht bekommt, nämlich die besten Tickets, ob Papier oder natürlich auf dem Smartphone für die tollsten und spannendsten Sightseeing-Sachen. Darf ich fragen, wo es hingeht? Es geht nach London. Oh ja. Da habe ich viel Erfahrung. Bitte was? Ihnen wurde ein Buch gegeben. Okay, darf ich mir das mal anschauen? Das würde mir sehr helfen. Ja, zeigen Sie mal her. Ach ja, das ist so ein... Ja, das ist so ein... klassischer Reiseführer. Das ist nicht schlecht. Auf gar keinen Fall. Jetzt mal.
günstiger geworden. Deutlich günstiger. Also das ist Piano. Also 3 Tage für 129 Pfund mittlerweile. Ich weiß nicht, ob das wirklich 300 Pfund waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass. Entry Value. Das bedeutet, so viel hat man, glaube ich, genutzt. Ich glaube, so viel hat man genutzt oder so viel konnte man im theoretischen Fall nutzen. Ich sehe es hier gerade. Ja, okay. 101 Pfund hat der damals gekostet. Das hat mich schon gewundert. Also, als Beispiel mal, was denn dann nutzbar ist, ist der Hop-on-Hop-off-Bus. Das bedeutet, man stellt sich an eine Haltestelle, steigt in den Bus und der fährt verschiedene Plätze wie ein normaler Linienbus an. Nur dass der halt mehr Sightseeing-Möglichkeiten anfährt. Das bedeutet, die Westminster Abbey, Big Ben und so weiter. Und dadurch kann man wunderbar von A nach B sehr schnell kommen. Da hat man ein Tagesticket, was normalerweise alleine schon einen Wert von roundabout 37 Pfund hat. Das ist nur eine Sache. Wir haben natürlich noch Eintritte. Eintritte noch und nöcher. Die Westminster Abbey. Ich glaube, da muss ich nicht viel zu sagen. Ich öffne mal ein Bild. Das können wir ja mal ganz einfach machen. Westminster Abbey, schalalalala. Ich glaube, man wird es wahrscheinlich kennen, aber man kann es ja nicht oft genug zeigen. Das ist die Westminster Abbey. Der Eintritt dort, inklusive einer Tonführung, die ja nochmal $5, 5 Pfund mehr kostet dann, ist dort enthalten. Und da kann man sich dann die gesamte Westminster Abbey anschauen, die, und das kann ich so sagen, wie es ist, unfassbar imposant ist. Und dort erlebt man auch wirklich die britische Geschichte. Absolut. Dort sind ja auch einige sehr bekannte Leute beerdigt worden, damals unter anderem einer der Menschen, die wir heute immer noch indirekt auf der Erde überall erleben, keiner darüber nachdenkt, aber dessen Theorie legendär ist. Also das Überleben des Stärkeren, Charles Darwin, der ist dort beerdigt worden. Also Charles Darwin, wie gesagt, Survival of the Fittest, sagt ja nichts anderes. Der Stärkste überlebt. Stärkste und besten Angepasste. Zum Beispiel, wenn wir, das habe ich zumindest mal so gelernt, wenn wir einen Wolf haben und der jagt Tiere und der tut er im Schnee. Es sind 5 Tiere, die weiß sind und eins, das dunkel ist. Ja, die Weißen wird er vielleicht nicht sehen. Nicht am besten angepasst, zack. Das kann man auf ganz verschiedene Weise, ist auch gar nicht Thema hier, aber Charles Darwin auf jeden Fall ist dort beerdigt und liegt dort, beziehungsweise, naja, gut, es sind schon ein paar hundert Jahre, muss man ja mal so sagen. Weiter im Text. Danach könnte man theoretisch noch zum Tower of London gehen und sich unter anderem die Kronjuwelen anschauen. Die Kronjuwelen, ja, die sind dort ausgestellt. Man kann da leider nur sehr wenig stehen bleiben, sondern man fährt da mit so einer, ja, mit so einem Band quasi daran vorbei, aber langsam. Man kann sich die mal angucken. Ein ganz krasser Moment. Und ansonsten auch der Tower of London. 1000 Jahre Geschichte. Fantastisch. Super interessant. Normalerweise alleine schon $33. Auch das hier drin enthalten. Direkt daneben ist der Tower of London. Wahrscheinlich das Denkmal. Ich zeige auch hier mal ein kurzes Bild. Natürlich. Der Tower of London. Ach Quatsch.
die Tower Bridge, habe ich mich vertan gerade. Ich meinte natürlich die Tower Bridge. Die Tower Bridge kennt man wahrscheinlich wirklich eines der symbolträchtigsten Bilder in London. Die Brücke mit den zwei Türmen. Man kennt sie. Was viele nicht wissen, das ist nur außerhalb. Von innen hat das Ganze ein Stahlkonstrukt. Aber diese Brücke sollte besser passen zum Tower of London vom Design. Und deswegen sieht sie so aus, wie sie aussieht. In Wirklichkeit drin hat man dann alles aus Stahl. Man hat quasi nur diese Vermantelung noch. Wie die Brücke von innen aufgebaut ist, wie es von oben aussieht mit dem Ausblick. Das alles kann man sehen, indem man da reingeht, denn es gibt oben einen kleinen Skywalk. Und das Ganze würde normalerweise 14 Pfund kosten, hierbei enthalten. Wir haben aber noch so viel mehr. Der London Zoo ist enthalten im Preis, ein Eintritt. Wir können das Uber Boat nehmen, das bedeutet auf dem Wasser, auf der Themse, können wir mit dem U-Boot, mit dem Uber-Boot, nicht U-Boot, fahren und die Stadt vom Wasser aus entdecken. Normalerweise $23. By the way, der London Zoo, normalerweise Pfund natürlich. Wenn ich sage Dollar, dann ich meine Pfund. Normalerweise 41 Pfund. Ich sag's nur mal so, ja. Wir haben aber noch viele weitere Sachen. Old Royal Naval College. Wir haben die London Bridge Experience. Da schauen wir uns die London Bridge so ein bisschen an. Und ich würde mal behaupten, das ist schon relativ speziell, aber sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Und ich kann das nur empfehlen, sich das mal anzugucken. Das ist aber speziell und ich kann es gar nicht erklären, weil... Nee, das ist zu speziell. Wir haben die Möglichkeit, in St. Paul's reinzugehen. St. Paul's Cathedral. Kennt man wahrscheinlich auch. Shakespeare's Globe Theater. Auch da. Tour. Und wunderbar. Wir haben Stadien. Stadien noch und nöcher. Chelsea, Wembley, Tottenham. Alle Stadiontouren. Arsenal, London Stadium. Alle Touren enthalten. Können Sie alles machen. Was soll ich sagen? Was soll ich da sagen? Das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist doch wirklich eine Ansage, wo man sagen muss, ja, das möchte ich machen. Und das alles ist in diesem Ticket drin. Also, je mehr man schafft, desto mehr hat man am Ende gewonnen. 79 Pfund, ein Tagesticket, 2 Tage 114, 329, 444. Man steigert sich also und man wird da immer günstiger, mehr oder minder. Genau, das ist das. Wir bieten aber natürlich, oder ich biete noch andere Sachen an. Wir haben natürlich auch Tickets für das London Eye. Ich glaube, da kommen wir definitiv nicht vorbei. Lastminute.com, London Eye, wie es mittlerweile heißt. Es war sehr lange das Coca-Cola London Eye, aber das hat sich mittlerweile verändert. Und ich biete Ihnen natürlich hier auch Luxus an, denn Sie haben die Möglichkeit, einen Standardeintritt zu nehmen. Das bedeutet, wir sind in einer Kapsel, das geht 30 Minuten und 30 bis 45 Pfund, je nachdem, wann Sie buchen. Aber Sie sind dann mit anderen Leuten da drin. Das ist natürlich blöd, ja. Wir haben aber auch die Möglichkeit, eine private Gondel zu kaufen. Ja, eine private Gondel. Ich suche Ihnen das mal raus.
die private Gondel. Und das ist ein Schnapper für 675 Pfund. Das bedeutet, ab 2 Gästen können Sie dann eine Fahrt 30 Minuten für 675 Pfund nutzen. Ist es ein Traum oder ist es ein Traum? Wenn Sie dazu buchen möchten, haben wir natürlich auch noch solche Dinge wie eine Champagnerbegrüßung, ein Fast Track und so weiter und so fort. Alles dabei enthalten, wenn man dann diese private Gondel möchte. Das ist natürlich ein absolutes Highlight und man kann es theoretisch, wenn man möchte, auch noch mit einem Besuch in Madame Tussauds verbinden. Das ist zwar woanders, aber die Tickets gibt es eben auch noch zusammen. Das bedeutet, man schaut sich das berüchtigte Wachskabinett an und kann hier den Promis mal so richtig nahe sein, ohne dass die sich irgendwie auch nur ansatzweise beschweren würden, weil bekommen die ja gar nicht mit. Da stehen natürlich sehr viele Leute, also ich kann mal gucken, London, Madame Tussauds Figuren, also ich weiß damals unter anderem, dass ein Mourinho da stand und viele weitere, also ich meine auch ein George W. Bush. Wir gucken aber jetzt mal, was zu sehen ist da. Bereiche. Wir haben natürlich unter anderem Musik. Da haben wir Ariana Grande, Stormzy, David Bowie, Little Mix, Freddie Mercury, Taylor Swift, Rihanna, Ed Sheeran, Beyoncé, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, möge sie in Frieden ruhen, Miley Cyrus, Justin Bieber, Lady Gaga und kein geringerer als Bob Marley. Wir haben Preisverleihung. Dort ist dann unter anderem, ich will jetzt gar nicht alle aufzählen, John Boyega, Mo Salah, Zendaya, The Rock, Leo DiCaprio, aber auch David und Victoria Beckham, Prinz William unter anderem natürlich auch, Tom Hardy, Brad Pitt natürlich, Kate Winslet, Angelina Jolie, viele weitere, George Clooney. Die Königsfamilie ist dabei, Marvel findet man auch, Star Wars, Sport unter anderem, Anthony Joshua, Cristiano Ronaldo, Usain Bolt, Rafael Nadal, Muhammad Ali und so weiter. Also scheinbar ist José Mourinho nicht mehr da. Das ist natürlich sehr schade, weil ich fand es damals sehr cool. Aber nun gut, muss man mitleben. Aber auch wenn es dann ums Thema Film geht, haben wir unter anderem natürlich sowas wie Katniss Everdeen, Steven Spielberg, den Terminator, E.T. Genau. Und noch viele weitere natürlich, ne? James Bond. Klar. Auch das. Star Wars allgemein. Wie gesagt, die Fashion Week. Königsfamilie. Und wir haben ja auch tatsächlich noch so einiges anderes, was man sich da anschauen kann. Das ist schon sehr interessant. Und einfach auch da mal so durchzugehen. Und wie gut teilweise diese Wachsfiguren gemacht wurden. Hut ab davor. Das ist schon verdammt viel Aufwand. Das sind ein paar Sachen. Soll ich hier mal die ganzen Sachen in ein paar Dokumenten raussuchen noch? Und dann können Sie sich das mal noch 5 Minuten durchlesen. Haben Sie noch Zeit? Perfekt. Dann lesen Sie sich das mal durch. Und dann können Sie gleich direkt entscheiden, wenn Sie möchten. Ja? Sehr schön. Dann komme ich sofort wieder, okay? Ganz bequem machen. Ich bin sofort wieder.